Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich danke auch für die Einladung, dass die ÖMB, als sage ich einmal eine traditionelle Organisation, einmal auch bei einer so einer Veranstaltung vortragen darf. Ja, ich fange aber gleich einmal an mit etwas, was vielleicht nicht unbedingt so ganz Blockchain und DLT basierend ist. Und zwar möchte ich was erzählen über das Target-to-Security-System im Eurosystem und warum das eigentlich auch ein technologischer Fortschritt war und was man mit der Technologie eigentlich beabsichtigt und warum es auch noch nicht eine DLT-Technologie ist. Und dann komme ich noch zu den Projekten im Eurosystem, ein paar ausgesuchten, sage ich mal, Highlights, die sich schon mit der Technologie beschäftigen, wo wir halt auch klar machen wollen, also wir sind zwar traditionell Werte erhaltend als Institution, aber wir leben schon auch auf dieser Welt. Das Eurosystem hat das Problem gehabt, wir leben ja in einem Binnenmarkt, in einem Kapitalmarkt und haben aber das Problem, dass der Wertpapierabwicklungsmarkt, die Lagerstellen, die Zentralverwahrer extrem fragmentiert waren. Wir haben 19 Länder, wir haben eine EZB, wir haben in jedem Land zumindest eine Lagerstelle, wir haben auch noch größere Zentralverwahrer. Und das Ganze hat bedeutet, dass wenn Sie als österreichische Bank oder als österreichischer Investor vielleicht einmal im Ausland investieren wollten, Portugal, Griechenland oder auch egal wo, musste die Bank natürlich eine Geschäftsbeziehung oft herstellen zu diesem Zentralverwahrer, zu einer Bank, mit der sie das Geschäft gemacht hat. Und das war unglaublich teuer. Ja, also es hat passieren können, dass Sie als Kunde im einheitlichen Euroraum mit 100 Euro Spesen belastet worden sind, wenn Sie einmal dort investieren wollten. Das ist natürlich im Blick der Kommission, überhaupt wenn es im Binnenmarkt ist, aber über Landesgrenzen hinausgeht, etwas, was europäische Institutionen gar nicht mögen. Ja, das ist was, was den Binnenmarkt und den funktionierenden Kapitalmarkt eigentlich stört. Deswegen hat das Eurosystem ein System entwickelt, eine Software entwickelt, die eigentlich die Software von all diesen Zentralverwahrern abgelöst hat. Und man muss sich vorstellen, das ist natürlich ein riesen operativer Aufwand und auch ein operationales Risiko, dass das Eurosystem damit übernimmt und eigentlich vom Markt wegnimmt. Damit man eine Ahnung hat von der Projektgröße, ja, das Projektbudget, das allerdings auch beinhaltet die ersten Jahre des Betriebs, war eine 500 Millionen. Also das ist durchaus Geld, das da in die Hand genommen wurde und ja eigentlich auch Steuerzahlergeld. So, was ist T2S? Ja, es ist eine technologische Plattform, wo Delivery versus Payment, Wertpapiere erworben werden können, im Notenbankgeld, Zentralbankgeld, das ist ein Riesenvorteil. Es ist final. Und damit man mal so eine Ahnung hat, was das System eigentlich macht, ja, es wären 925 oder fast 926 Milliarden Euro pro Tag gesettelt. Ja. Im Jahr, Samstag, Sonntag ist es zu, 333 Billionen. Es gibt dabei daneben noch ein reines Bruttobezahlsystem der Notenbanken, das ist noch ein bisschen größer, ja, das hat 432 Billionen im Jahr. Man muss natürlich verstehen, solche Systeme müssen sicher sein, sie müssen stabil sein, sie müssen resilient sein. Da darf es nicht irgendeinen Hackerangriff geben, und sie müssen auch ganz schön eine Performance vertragen, ja, weil da geht natürlich ordentlich was vom Volumen drüber. Das bedeutet, dass das Eurosystem sich, also Start war 2015 mit den ersten Teilnehmern, sich für eine Technologie entschieden hat, die eben noch nicht eine DLT-Technologie war. Sieht man eigentlich nur, ich habe dieses Bild reingegeben, es ist nicht wirklich viel zu sagen, wie die Situation in Europa war, das sind die größten Länder, in jedem Land war es anders, sie wollen irgendwo was erwerben, im Vergleich dazu Amerika, das ist unglaublich kompliziert. So, wie funktioniert jetzt Target to Securities, was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass der nationale Zentralverwahrer das Recht hat, bei jedem anderen Zentralverwahrer ein Omnibus-Konto aufzumachen.
Das heißt, dass der Zentralverwahrer für den ganzen Markt einen anderen Markt aufmacht. Will sozusagen der österreichische Markt in Portugal investieren, macht die ÖKB ein Konto beim portugiesischen Zentralverwahrer auf. Und diese Regeln gelten einheitlich für alle. Es gelten auch einheitliche Spesen und die sind im Centbereich. Wenn es eine ISIN gibt, können Sie das Wertpapier erwerben. Ja. Der Vorteil ist auch, die Issuer CSD muss gesamteuropäisch einen Betreuungsservice anbieten. Da geht es um Steuern, da geht es um Dividenden, da geht es um Zinszahlungen. Ja. Das ist ja auch in Europa unglaublich schwierig. Ja. Wenn Sie als österreichischer Staatsbürger irgendwo vor ein paar Jahren noch ein Wertpapier erwerben wollten, hat sie dort die Kapitalertragssteuer getroffen und in Österreich gleich nochmal. Ja. Das ist ja dann, das hat ja Investments komplett ad absurdum geführt. Was es auch natürlich bedeutet hat, ist, dass die Risikosteuerung der Institutionen nicht wirklich funktioniert hat. Und das ist schon etwas, wo Europa versucht, bei Banken auch ein bisschen zu induzieren, dass sie mit ihren Investments nicht nur in Staatsanleihen ihres eigenen Landes investieren. Im Moment haben sie bei Währungskrisen das Problem, wenn ein Land in ein Problem kommt, kommen auch alle seine Banken in ein Problem. Das heißt, ein Konkurs eines Staates ist furchtbar schwierig. Ja, das kann man gar nicht andenken. Was anders wäre es, wenn die Banken eine gescheite Diversifikation hätten. Ja, und da ist eben ein Versuch in Europa, dass man Banken etwas erleichtert, das zu investieren. Ganz muss ich allerdings zugeben, sind wir noch nicht dort. Wie schaut das aus? Sie sehen hier ganz links die einzelnen CSDs, also Zentralverwahrer. Sie haben dann die einzelnen Konten bei den Notenbanken, die von den eigentlichen Target-Konto gespeist werden. Ja, das ist ein einheitliches System, für alle gleich. Ja. Was ich schon sagen muss ist, das ganze System ist schon ein bisschen groß. Und kurzfristig, muss ich leider allen Technikbegeisterten sagen, wird es nicht auf eine Blockchain oder eine DLT-Technologie umgestellt werden. Aber es gibt ein paar europäische, sage ich einmal, Analyseprojekte. Und ich werde ein bisschen in die Speziellen eingehen. Das erste, was ich aufgeschrieben habe, ist eigentlich das Simpelste. Da geht es eigentlich nur darum, dass Bankidentifizierungscodes einer eingibt und bei allen rauspurzeln. Das ist natürlich viel effizienter, als jeder muss das sozusagen nachvollziehen. Das ist Madre. Dann haben wir eine Untersuchung der Holländer, das ist das Dukaton, die versucht haben, kann man den Massenzahlungsverkehr umstellen? Ja? Und die Antwort war nein, die Systeme sind noch zu langsam und es ist zu teuer. Und da kommt man eigentlich zu der Frage, warum DLT? Was soll das eigentlich bringen, dieses Service? Ja? Es wären ja Werte, Werteinheiten, Geld, Wertpapier digitalisiert und tokenisiert mit dieser Technologie. Und damit wären sie auch extrem leicht übertragbar. Und man muss sich schon auch klar werden, es gibt unterschiedliche Zwecke, was man jetzt eigentlich damit einsparen will. Also wenn Sie in der Wertpapierabwicklung etwas tokenisieren, geht es eigentlich meistens um Backoffice-Tätigkeiten. Ja. Es geht um Abstimmungstätigkeiten, es geht darum, dass Konten und Depots bei Banken oder Zentralverwahrern gemacht werden und die müssen, wenn was passiert, aktiv werden. Und Sie wollen das über diese Technologie eigentlich automatisieren und Sie wollen das umgehen. Das Problem ist aber, diese Tätigkeiten haben einen Zweck. Die sind meistens im Vier-Augen-Prinzip und das macht natürlich die Technologie dann auch aufwendiger, sage ich jetzt einmal. Dazu gibt es reine Zahlungstoken, die haben also eine Bezahlfunktion. Da muss aber auch ein Vorteil sein, dass sich das durchsetzt. Es muss günstiger sein, es muss besser sein, es muss einen besseren Zugang haben. Und da kann ich Ihnen auch gleich sagen, das hängt sehr davon ab, wo Sie leben. Sprich, wenn ein Facebook ein System bewirbt, ja, ist das für einen Europäer oder für einen Österreicher mit einem funktionierenden Markt, wo es Banken gibt, wo es eine Infrastruktur gibt, ganz was anderes, als wenn Sie irgendwo in einem Entwicklungsland leben. Und da muss man sich schon noch klar sein, da gibt es eine Untersuchung der Weltbank aus dem Jahr, jetzt muss ich nachschauen, 2018,
Da wurden in so entwickelnde Länder fast 530 Milliarden Euro pro Jahr transferiert. Und die durchschnittlichen Kosten für die ärmsten Damen, die ja die schlechtest bezahltesten Jobs haben, waren 7%. Und das ist schon Geld. Ja, also da reden wir über fast 40 Milliarden Euro, die allein an Gebühren kassiert worden sind. Und da kann natürlich eine Tokenisierung sehr wohl einen Fortschritt haben. Die Frage ist aber immer, wer betreibt das System und wie funktioniert es? Aber per se ist es einmal nicht schlecht. Stellar. Stellar ist das, glaube ich, eines der interessantesten Systeme oder Testprogramme. Das ist von der EZB mit der Bank of Japan gemacht worden, wobei man auch dazu sagen muss, EZB heißt, dass auch Experten der einzelnen nationalen Notenbanken kurzfristig zur EZB gegangen sind und da mitgearbeitet haben. Da gibt es drei Phasen. Und diese drei Phasen decken eigentlich Zentralbankfunktionen, nämlich genau der verwendeten Softwaren ab. Das erste war das reine Bruttobezahlsystem. Das heißt, ich versuche die Bezahlfunktion, das ist im Eurosystem sehr stark, das ist das Target-System, wo also die Notenbanken miteinander verbunden sind, die den Euro haben und Banken hierüber sich Geld schicken können. Notenbanken natürlich auch. Die zweite Phase war die Target-to-Securities-Phase, sage ich einmal. Da geht es um Delivery versus Payments Untersuchungen. Ja, funktioniert das? Welche Technologie soll man verwenden? Und die dritte Phase war eigentlich Cross-Border-Payments. Ja, also Dinge, die Notenbanken normalerweise machen, Fremdwährungsbezahlungen. Und es ist schon rausgekommen, das System funktioniert. Ja, wir können mit modernen Technologien all diese Dinge abdecken, aber wir haben noch keinen Vorteil. Und es ist langsamer und es ist teurer. Jetzt ist das natürlich eine Momentaufnahme, das muss uns klar sein, und es ist dem Eurosystem schon klar, wenn die Technologie sich weiterentwickelt, ist das durchaus etwas, was man sich für die nächste Softwaregeneration anschauen kann. Ja, schwedische Notenbank E-Krone, das ist glaube ich, bekannt. Schweden ist ein Land, das sehr stark den Weg zum elektronischen Geld, zum Buchgeld gefördert hat. Schweden ist ein Land, das groß ist, aber nicht so dicht besiedelt. Und das Problem ist, wenn man hier unter eine gewisse Bargeldschwelle kommt, dass also nicht genügend Bargeld nachgefragt wird, wird das Bereitstellen von Bargeld unglaublich teuer. Das rechnet sich nicht mehr. Es gibt aber ein sogenanntes Inklusionsproblem, dass es also Leute gibt, die nicht Zugang haben zu dem elektronischen Bankenbuchgeld in der Form, wie wir es kennen. Ja, jetzt kennt man natürlich die Bilder, es gibt auch der Bettler dort, hat ein Gerät, mit dem man ihm elektronisch Geld spenden kann. Ja, in Stockholm, aber sicher nicht unbedingt am Land, wo diese Technologie auch nicht immer funktioniert. Die schwedische Notenbank schaut sich an, die sogenannte E-Krone, überlegt sich, ob es möglich ist, statt einem Papier- oder Metallgeld einfach elektronisches Geld auszugeben. Da haben sie nur immer das Problem, wie kann ich die Echtheit garantieren, wie weiß ich, dass das funktioniert und wie kann ich verhindern, dass in Krisenzeiten alle aus dem Buchgeld rausgehen und nur mehr in diese E-Krone, womit dann das Risiko des einzelnen Investors auf die Notenbank zurückfällt und dann sozusagen immer der Staat Risiken tragen muss. Ist natürlich auch nicht, sage ich jetzt einmal, wünschenswert. Zwei Projekte, die ich noch ein bisschen vorstellen möchte. Das ist das Eurochain. Das ist eigentlich ein Lernprogramm, das in Europa gestartet wurde. Es sind 17 Notenbanken mittlerweile dort dabei. Es ist ein Lerntool und was man hier versucht zu machen, ist schon sich der Frage zu stellen, kommen wir bei T2S nicht zumindest einmal in eine Ausfallslösung? Ja, also das ist ein ongoing work, das ist etwas, wo DLT-Technologie zur Anwendung kommt. Und jetzt sage ich einmal, durchaus promising ist, wie man so schon sagt. Das, was am meisten bekannt ist und was, glaube ich, auch für uns am besten dokumentiert ist, ist das System der deutschen Börse und der
Deutschen Bundesbank, Blockbuster. Blockbuster ist ein System, wo es wirklich um alle Funktionen geht. Ja? Also wie kriege ich Geld auf die Chain, wie kriege ich Geld von der Chain wieder weg? Wie kriege ich ein Wertpapier auf die Chain, wie kriege ich ein Wertpapier wieder weg? Wie kann ich Wertpapiere setteln gegen Bezahlung, also DVP, aber auch Free of Payment, ja, wenn sozusagen eine Kapitalmaßnahme kommt und ich kriege ein Wertpapier so. Zinsen, Rückzahlungen, Amortisierung, alles wurde abgebildet, hat auch alles funktioniert. Also ist die Technologie hat bewiesen, dass es durchaus in der Lage ist, diese Funktionen zu übernehmen. Aber auch hier, der Vorteil ist noch nicht da. Ja, also zumindest konnte er noch nicht wirklich festgestellt werden. Wie gesagt, wenn man ein 500-Millionen-Projekt hat, ja, überlegt man sich das zweimal, in was man investiert und welche Technologie man verwendet. Ja, das muss man natürlich auch immer im Kopf behalten. Ja. Aber das sozusagen zum Abschluss. Noch ist sie noch nicht so weit, die Technologie, aber ich würde mal sagen, technisch möglich ist es schon. Ja, und das ist auch in mehreren Projekten bewiesen worden. Ja, sage ich danke und freue mich auf die Fragen.